Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ego. Ich hoffe, ihr hattet mit der letzten Episode jede Menge Spaß. Also wir schon. Aber hallo. Ich sag nur Bodo und der Bagger und Anni und der Bagger und so weiter. Und wir baggern immer noch. Bodo. Frodo? Und was macht der Anni und der Bodo, wenn Ach du so. Jetzt schon Assoziationsketten... Oder Anni und der Frodo. Nein. Aus. Ja, nein. Okay, wir haben natürlich hier in der Zwischenzeit noch ein bisschen was angestellt. Warum? Ja. Weil vorgestern Stream war. Nee, für euch vorgestern, aber tatsächlich, weil heute Sonntag ist, war gestern Abend ein echt schöner Eco-Stream. Und ja, ihr könnt euch den noch nachträglich anschauen auf Twitch. Könnt ihr ja mal reinschauen. War wieder sehr unterhaltsam. Das macht immer echt Spaß zu streamen mit Eco hier. Auf die Leute sind alle immer so entspannt und man kann schön nebenher labern die ganze Zeit, hat keinen Stress oder sonstiges. Das ist super. Sag mal, wo bist du schon wieder verloren gegangen? Ich muss mal ganz kurz noch ein paar Lämpchen anwerfen. Lämpchen? Lämpchens. Denn du brauchst ja auch Licht in deiner Dreckhütte. Ich habe ja nichts, ich habe nichts gesagt. Ja. Nein, ich wollte nicht vorwegnehmen, dass jetzt dein Haus schon angefangen wurde. Ja, Das hast du jetzt nämlich gesprengt. Ja, das habe ich jetzt gesprengt. So, komm mal mit. So, wir wollen nämlich jetzt zu meiner Hütte. Na, da lang. Das ist doch falsch. Falsch, da lang. Ich weiß nicht mal, wo ich wohne. Ist doch super. Ey. Schon verlaufen, ey. Schon Kaum verlaufen. Ist Anni umgezogen, ist schon verlaufen. Es gibt halt noch keine richtige Straße. Nee. Ja. Also wenn man jetzt hier schon schaut, ne, ihr seht's ja schon, da vorne entsteht mein Häuschen. Also es ist schon wirklich viel entstanden eigentlich, muss man sagen. Ja, wir haben gestern im Stream nämlich schon ein bisschen hier losgebaut. Anni hat sich unten den Bauplatz ausgesucht. Ja. Und ich habe wirklich mitgebaut. Ja. Und das war mein Entwurf hier. Nachdem Anni nämlich oben bei der anderen Stelle eigentlich wohnen wollte, da wo jetzt unsere Ölpumpen stehen, hat nee, da ist jetzt besetzt und such dir mal lieber einen anderen schönen Bauplatz aus. Das stimmt. Aber lass uns mal hier anfangen beim Eingang. Ne? Also was ich mir hier so vorgestellt habe... Stehst im Weg. Punk. Genau, man kommt halt quasi so ganz gemütlich rein. Ne? Also wir haben auch schon eine schöne Lampe hier über dem Eingang, das ist richtig schön. Und mir war halt persönlich wichtig, ich sehe gerade, dass hier noch ein Fenster reinkommt, ja, dass ich quasi... links und rechts neben dem Eingang noch so eine Vorsprünge habe von den Zimmern. Ich mag das nicht, wenn das alles irgendwie flach anfängt. Und wenn man reinkommt, dann hat man halt links zwei Räume, rechts zwei Räume und auch der Mittelbereich, der zählt ja als Raum. Und wir hatten ja gesagt, wir brauchen insgesamt 10 Räume pro Person, um das maximale Skill-Dingens da auszuschöpfen. Ihr wisst schon. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht dazu entschieden, welcher Raum für was geeignet ist. Das muss ich da mal schauen. Und fragt nicht nach Sonnenschein, wie lange das gedauert hat, hier eine vernünftige Fensterin zu kriegen. Stunden. Ja, wir mussten halt vorher mal ein bisschen rumprobieren, was schön aussieht. Stahl war dann irgendwie nicht so beliebt. Holz war ein bisschen zu langweilig und jetzt habe ich hier Lumber-Fenster. Ist auch noch Holz. Ja, aber es ist halt anderes Holz, ne? Passend zum Bodenbelag. Was ist denn das da? Da ist quasi ein Astloch. Wo? Das siehst du gar nicht. Doch, da. Schön. Ja, auf jeden Fall gefällt mir das echt ganz gut. Aber es ist noch nicht fertig, denn das zweite Stockwerk fehlt noch. Da gibt es also noch einiges zu schaffen. Ja, und wir müssen gucken, dass wir das hier vernünftig abtrennen, denn das Problem ist, das, was wir schon in den Crafting-Häusern oben hatten, übrigens da oben sieht man ganz viele Solaranlagen, wir haben nämlich auch im Stream oben rauf gebastelt, diese pilzähnlichen Dinger, keine Ahnung. Das Problem ist, wenn wir so eine Treppe haben, damit man hochkommt, muss das breit genug sein. Das zählt dann nicht mehr als abgeschlossener Raum, weil das Ding nämlich breit 3 lang sein muss, also quasi fängt hier an und 3 breit oder lang, je nachdem, egal in welche Richtung du das baust, zählt dann halt als nicht Fensterplatz, sondern halt als offen. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwie hier nach oben noch eine Möglichkeit haben, dass wir hier einen kleinen Flur oder irgendwas bauen und dann eine Tür rein. Ohne ja, das Tür ist doch möglich. Nicht. Das ist doch möglich, dass man sagt, okay, hier kommt eine Tür, hier kommen, also wirklich so ein richtig schmaler Flur. Eins breit. Ja, und von da aus müssen dann natürlich die Wege in die Räume. Na, warte mal, dann machen wir 2 breit. Ja, ich weiß schon, wie ich das machen möchte. Ich hole erstmal kurz Stein. Wir bauen nämlich mal ganz kurz hier weiter. Oh, das ist ganz kurz. Wir wollen mal das Häuschen nämlich hier weiterbauen. Damit Anni endlich auch mal ein hübsches Häuschen hat. Ja, damit ich auch die Punkte bekomme. Ja, die jetzt gar nicht mehr so wichtig sind, aber naja. Ja, stimmt. Wir sind schon ziemlich weit, was hier unseren Skill angeht. Aber trotzdem. Ich hätte es halt auch gern. Ist der jetzt eigentlich voll, der Karren? Na, passt noch ein bisschen was drin. Na, dann laden wir noch ein bisschen was ein. Schau mal ganz kurz. Da kommt ihr nicht ran. Ja, super.
Wo ist denn eigentlich? Achso, der andere Karren ist da unten in der Mine, ne? Ja, ich glaube. Ich kann ihn mal hochholen. Na, ich brauche den nur nachher, um noch ein bisschen Ölfässer hochzubringen zur Fabrik. Ja. Hier liegen die ganze Zeit Rohre drin, irgendwie im Stockpile. Ja. Steelpipes. Für die nächsten Gerätschaften. Ja, die brauchte man halt für... Wofür habe ich die eigentlich gebraucht? Ich weiß gar nicht. Für die Fabrik? Möglich? Nee, Quatsch, für den Motor. Für den Traktor. Der gute Traktor. Beziehungsweise ist ja kein Traktor, ist ja ein Bagger. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, letztens sagt Mario noch im Stream Bulldozer. Nicht im Stream, das war ja nicht im Stream, das war in der Aufnahme. Der gute Bulldozer, Der Bulldozer, eigentlich. So, der Wagen ist voll. Achso, na dann schleppe ich das mal schön mit. Du kannst ja noch ein Stack extra mitnehmen. Ja, ich habe 12 mit. So. Genau, schlepp mal schön. Ja, ich schleppe. Na, du hast den schon mitgenommen. Dränge ich mich da jetzt nicht vor. Nee, ist ja in Ordnung. Ich habe damit ja auch kein Problem. Ist ja für meine Hütte. Lalalala. Bergab geht's immer schneller. Ja, das stimmt. Da schiebt die Ware von hinten nach. Oh. Soll ich das in die Stockpiles laden oder ist egal? Nö, brauchst du nicht. Können wir einfach so nehmen. Können wir direkt aus dem Wagen rausnehmen. So, okay. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall hier oben noch ein bisschen... Ich wollte es mal hier ein bisschen breiter machen. Ja. Ist ein bisschen schwierig, das hier oben noch ranzusetzen. Aber es geht. Wenn wir halt einen Flur brauchen, dann machen wir das ja gerade auch. Also ich würde auch sagen, wirklich, das ist hier... Warte mal, da muss ich jetzt was ausprobieren. Ich kann ja jetzt hier auch so ein paar neue Sachen bauen. Brauche ich eine Tür? Habe ich noch eine Tür? Hat leider keine Tür. Musst du mal draußen in die Kiste gucken. Ich glaube, da liegen noch Türen drin. Hast du mal vorsorglich ein paar Türen gebaut hier? Ich hatte 6 Stück geholt. Das Problem ist, 5 haben wir schon verbraucht. Eine müsste noch da sein. Eine ist noch drin, ja. Aber das reicht ist ja in Ordnung. Auch eigentlich. Das ist ja für den Flur da oben. Dass wir uns das mal angucken können. Die gute Tür. Guck mal. Jetzt haben wir hier quasi die Tür zum Flur. Ist doch wunderschön. Na, solange da auch noch irgendwie ein Platz ist zum Laufen. Ach, warte mal, aber das Ganze muss ja noch eine Ebene höher, ne? Ja. Ja. Tatsache. Lalala. Naja. Immer das Gleiche hier. Immer das Gleiche mit Anni. Hallo? Also ich habe jetzt hier nicht alleine gebaut. Hallo? Ne, du hast das gerade gebaut mit der Tür. Ja, aus Versehen. Was ist denn hier los? Warum sind hier so komische... Warum hast du hier... Hä? Hä, was denn? Hast du den hier gebaut? Warum hast du hier Wände gebaut? Ich habe da was getestet. Aber das ist doch nicht richtig. Lass mich doch testen. Ja, aber wofür... Also was hast du getestet? Naja, da habe ich die Tür reingebaut. Wollte nur mal gucken, wie das aussieht. So, aber jetzt muss ich mal hier gucken. Ne? Wenn das hier höher muss... Ja, dann ist die Treppe ja auch noch zu flach. Da muss ja auch noch eins. Ja, das Problem hatte ich bei meinem Haushalt auch, dass es irgendwie alles nicht so ganz gepasst hat. Mann. So, guck mal. Also jetzt müsste die Treppe ja passen. Hoffe ich. Werden wir gleich sehen. Wie gesagt, du musst ja auch da noch Platz haben, dass wir hochkommen. Ja, das kriegen wir hin. Das passt ja. Warum sieht das jetzt schon wieder so anders aus? Och, Manu. Ich muss auf jeden Fall dann gleich mal oben ein bisschen Lumber noch hinbringen, weil das Problem ist, wir haben, glaube ich, nicht mehr so viel Zeug. Beziehungsweise, also Lumber herstellen, Entschuldigung. Ja, Lumber herstellen auf jeden Fall, das stimmt. Da ist echt ein bisschen Mangel. Ich freue mich schon auf meine Terrasse. Ich will hier nämlich eine schöne Terrasse haben. Denk dran, die geht nach hinten raus dann. Ja. Alles in Ordnung. Okay. Also das ist hier quasi eigentlich so das, wo der Flur hinkommt. Von da würde ich eigentlich auch die Terrasse losbauen. Es sei denn, ich sag mir, ich will 2 Balkone haben. Links und rechts. Das hast du ja sowieso gesagt. Aber das ja, aber nee. Ich habe ja gesagt, hinten eine Terrasse und nach vorne 2 französische Balkone. Aber ein französischer Balkon ist ja nichts, wo man sich raufstellen kann. Das ist, du machst das Fenster auf und stehst eigentlich da.
So. Die Franzosen waren schon immer komisch. Könnte ich mal richtig einen Balkone bauen. Hey, das ist einfach nur so. So, ich glaube, ich hole mal den anderen Wagen. Ja. Und ich bringe mal ein bisschen Holz hoch. Mach das mal. Wir müssen auf jeden Fall mal Holz schlagen gehen. Ach, Sekunde, Moment. Bevor ich es vergesse. Ich lasse mir mal was da. Lass mir mal was da. Bin gespannt. So, aber für die Tür ist es notwendig, hier zwei volle Blöcke zu nehmen, ja? Nö, kannst auch Wände nehmen, wenn die richtig snappen. Ja, das müsste man sich dann Grundvoraussetzung anschauen. Müsste aber theoretisch gehen, glaube ich. Ich guck's mir mal an. Oh, und danke für die Laterne. Ja, wenn du was siehst. Wer wünscht sich nicht eine Laterne hier in der Hütte? Ja, das ist die Baubeleuchtung. Genau, die Baustellenlampe. Jetzt beschwer dich mal nicht. Nee, nein, nein, das war keine Beschwerde. Was du mal hier als Beschwerde auffasst. So, der andere Wagen steht unten in der Mine. Also steht er da wirklich noch? Das ist die Frage. Oder ist er in irgendeiner... Nee. Steht unten? Okay. Den hat's ja vorhin mit runtergenommen, ohne dann was abzubauen. Nee, ich hab'n... Ja, also ich hab mit runtergenommen, nachdem ich schon was abgebaut hatte. Wenn er leer ist, kann man ihn oben stehen lassen. Ach man, das passt doch schon wieder nicht. Ich bin doch schon wieder verwirrt. Aber passt dann schon wieder nicht. Naja, hier kommt doch Ziegel hin. Das muss hier Ziegel sein, weil es die erste Ebene ist für den zweiten Stock. Korrekt. Es ist nicht so einfach hier, liebe Leute. Ja, Anni muss tatsächlich mal bauen, ne? Also beziehungsweise möchte halt auch bauen, ja. Aber sie baut ja sonst so gut wie nie. Deswegen ist das für mich immer ein bisschen komplizierter. Die drückt sich nämlich immer vor der Verantwortung. Nein, das ist kein Drücken, aber ich hatte ja gar keine Skillpunkte. Du baust auch in anderen Spielen nie. Was? Naja, stimmt wohl. Ich kann es ja nicht abstreiten. Ja, und warum? Warum ich das mache? Was ist dein Grund dafür? Ja, es ist so eine Sache. Tatsächlich bringt mir Bauen nicht so viel Lust im Spiel. Also gerade ist es okay. Ja, weil es ist ja auch mein Haus und da eskaliert gerade ein Bison, der hängt da fest. Schön. Aber grundsätzlich ist es eher so, ja, ich mag halt so die Action, ne, und alles. Oder ein bisschen Farm. Aber Bauen kommt halt drauf an. Also hier ist es wirklich gerade ganz schön, aber das heißt nicht, dass ich das hier immer machen werde. Warum nicht? Nein. Darum. Du kannst dich mal ein bisschen mit beteiligen, Fräulein. Ich beteilige mich immer. Weil, hat sich stets bemüht und so. Weil, dann wird es nämlich auch was hier. Ja, das wird eh was. Also, hallo? Aber da du ja gerne farmen gehst, kannst du demnächst nochmal hier ungefähr den halben Wald abholzen. Wir brauchen nämlich ganz viel Lumber. Schön. Denn, wie gesagt, dekadent, wie wir hier sind, haben wir jeder ein einzelnes Haus. Na, aber hallo. Mit ordentlich, naja, Holzverbrauch und Steinverbrauch, logischerweise. Mhm. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich es gleich reinzotteln kann. Also, wir brauchen auf jeden Fall mehr Lumber, sonst wird es nichts mit dem Zwischenboden. Oh, Storage. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ich falle hier so oft vom Haus, einfach weil kein Gerüst da ist, kein Baugerüst. Wo kommen wir denn da hin? Ja, aber sieht man so, Mensch, der Vorteil, du kannst hier ja nicht wehtun. Ja, das stimmt. Das ist wirklich ganz gut, dass man hier nicht sterben kann und keine Lebenspunkte verlieren kann. Das macht's ein bisschen einfacher. So, wenn hier ein französischer Balkon hinkommt, dann darf da auf jeden Fall keine Ziegelschicht überall sein. Ja, die kann man ja nachträglich nochmal wegmachen. Ja, stimmt. Dann bauen wir das erstmal fertig und dann gucken wir mal, wie sich das dann integriert. Huch, fast schon wieder runtergefallen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch genug Ziegel haben. Ich meine, ich habe gestern noch ein bisschen Ziegelproduktion angeworfen im Stream, aber ich glaube, das reicht nicht. Also wir haben hier in zwei Stockpiles noch Ziegel drin, ne? Ja, das Problem ist, die Dächer, die brauchen richtig viel Ziegel. Ah. Das denkt man immer gar nicht, aber da muss ja oben eine komplette Schicht drauf. Ich brauche nochmal 100 Blöcke oder so. Ja. Huch, mein Gott. Plopp.
Ach ja, so schöne Musik. Ja. Oh nee, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Ich verlaufe mich hier im eigenen Haus. Ich muss irgendwann mal hier Schilder anbringen. Da fehlt noch Stein. Da brauchst du nochmal einen Stein, oder was? Ja, das habe ich ja noch mitgebracht hier im... Achso, im Auto. Im Wagen muss noch was sein. Einfach bauen. Oh, sehr schön. Dann produziert erstmal Lumber hier. Wunderbar. Ich bringe mal noch ein bisschen was mit an Lumber. Ja, bitte. Ohne Boden ist nämlich schlecht. Glaubt man gar nicht. So, da kommt... Titten. Also ich gebe mir Mühe, dass ich das hier richtig mache, ne? Du musst das kontrollieren, bitte. Eventuell habe ich da doch manche Sachen nicht richtig erkannt. Naja, ist ja dein Haus. Ist ja mein Haus. Nee, ist klar, ist ja mein Haus. Und wenn es zusammenbricht, dann ist das so. Ja, der Vorteil ist, statisch gibt es hier gar keine Probleme. Also von daher kann ja auch nichts passieren. Du kannst ja auch schwebende Blöcke bauen, so ein Krempel. Das ist ja alles problemlos möglich. Das heißt, dein Haus kann ja gar nicht zusammenstürzen. Nicht mal, wenn man wollen würde, geht das. Ja, du weißt, ich mache alles möglich. Hallo. Wie viele Ziegel haben wir denn da unten noch zu liegen im Haus? Ich gehe gucken. Oh, aua. 40? Nee, warte mal, da war noch mehr drin. 54 und... Ah, 54 und 61. Über 110. Das ist eigentlich okay, oder? Ja, ja, das müsste erstmal eine Weile reichen. Das wobei wir natürlich noch einiges brauchen für die Wände, logischerweise. Ja, ja, die sind aber, ja auch noch nicht gebaut. Nein. Huch. Hallo, Ecke. Ich habe mal ein paar Türen angeworfen, damit wir dann auch gleich noch entsprechend bei den Räumen oben die Türen reinhauen können. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ach, das schöne Grillenzirpen. Oh, und da ist der... Ich wollte schon wieder sagen, ich wollte schon wieder das böse Wort mit K sagen. Da ist der Asteroid. Der Kometenasteroid. Meteorit. Oh. Ah. Ja, hier oben brauchen wir auf jeden Fall gerade noch Lumber. Ach shit, warte mal. Das ist ja wieder so eine Verknüpfungsstelle hier, oder? Hä, fehlt da... Was denn? Fehlt da noch ein Stein? Na, das ist ja noch nicht nach außen gebaut. Das muss ja noch nach außen... Das ist noch nicht nach außen... Also hier gibt's noch keinen Überhang, ne? Nur so... Ja, das ist ja schade. Info... Danke, ich baue noch mal ab. Bitteschön, Mensch. Ist ja richtig, richtig gut. Ja, aber das habe ich dir doch gesagt. Ich habe... Nicht zugehört. Egal, das ist doch egal. Ich hole mir Steine. Ja, so ist das halt, wenn man mit Überhang bauen will. Und dann einfach vergisst, da weiterzubauen. Ja, schade. Naja, das ist ja da oben auch also falsch. Wir haben ja nicht vergessen, sondern es war halt einfach nicht fertig. Es war einfach noch nicht so weit. Es war einfach noch nicht so weit. Gut Ding will Weile haben. Ich war nämlich vor der Aufnahme kurz dabei und habe da noch ein bisschen das korrigiert, was da noch falsch war. Da war was falsch? Was? Was also, denn bitte? Du kannst natürlich alternativ auch so weiterbauen. Das sieht natürlich dann ein bisschen scheiße aus, aber... Also, nee, das ist künstlerische Freiheit, wie manch einer zu sagen pflegt. Ach, Mann. Ich nenne das mal abstrakte Kunst. Ja, das ist immer so, weißt du, da malt irgend so ein Affe irgendwas mit seinen Fingerchen in Farbe dann auf eine Leinwand und die ganzen Kunstexperten rätseln dann, was er damit gemeint haben könnte, ohne zu wissen, dass es ein Affe gemalt hat. Dann denke ich mir auch so, bezahlen sie bestimmt auch eine Menge Geld. Und dann denke ich mir so, hervorragend. Das sind gute Experten. Ja. Experte kann sich jeder nennen. Aber der Meinung war schon früher, dass Interpretationen immer, naja, vom eigenen Geschmack abhängt, sag ich mal. Kannst alles Mögliche reininterpretieren. Ob das dann stimmt, was der Maler oder der Künstler dann gemeint hat, ist oder eine andere Dichter. Sache. Oder der Dichter. Das weiß man nicht. Jetzt lernen wir schon wieder alle hier. Da los. Wie konnte das dann passieren? Ich habe da ein bisschen das was mitgebracht. Das war ich auch. Ah, hier fehlt auch noch ein Lumber. Und das kommt weg. Das ist gar kein
Stück. Ach, verdammt. Was denn? Nee, schon gut. Nee, oder hä? Nicht gut? Ich weiß nicht. Also. Und zwar die Frage. Ja. Nee, alles super. Es sind zwei nebeneinander Stein. Also zwei Steinblöcke nebeneinander. Das ist schon richtig bei dem Überhang, ne? Ja. Okay. Jetzt habe ich nämlich gerade irgendwie Panik geschoben und dachte, verdammt, muss da nicht auch noch Lumber hin, aber der ja, aber Überhang die, ist ja komplett. Aber die Doppelreihe vorne muss raus, die da noch übrig ist. Warte mal. Jetzt doch, oder was? Nicht verwirren, nein, da ist doch eine Doppelreihe, da wo du jetzt das korrigiert hast, ja? Ja. Ja, und das und die Doppelreihe muss weg. Ja, eben, das meinte ich ja. Ich dachte eigentlich, das muss Stein bleiben. Also die innere. Die muss auf jeden Fall auch Lumber werden. An dem Eckteil ist ein Doppelstück. Aber nicht an der Stelle, wo du jetzt eine Steinreihe noch gebaut hast. Ist das verständlich? Nee. Nee. Nee? Nee, wirklich nicht. Was ist denn da los? Ich versteh's nicht. Oh, warum denn nicht? Warum? Ich komm gleich vorbei und und schau mir das mal an. Beziehungsweise geh mal zu der Stelle, wo du die Doppelreihe gebaut hast. Die innere Reihe muss weg. Die vorher da war. Ja, warum muss die denn weg? Warum muss die denn hier weg? Weil da Holz hinkommt. Ja, das habe ich doch gefragt. Ja, ich dachte, du bist an der Ecke, da wo der Überhang sich. Ja, ich war trotzdem der Meinung, dass da Stein hin muss. Aber ist ja auch egal. Es macht ja Sinn, dass die Räume dann da oben ein bisschen breiter sind. Ja, das war ja auch Sinn und Zweck der Sache. Ja. Oh. Man sollte den Stein nicht rausbauen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich hab den falschen abgebaut. Nee, hab ich nicht. Alles wird gut. Alles ist perfekt. Alles ist super. Glaube mir, das ist alles hervorragend. Oh, ich bin wieder da. Hä? Hab ich hier Blödsinn gebaut? Was machst du denn da oben? Hab ich denn gemacht? Oh. Aber du sollst nicht das Haus zerstören. Ich meine, es ist zwar dein Haus, aber... Ne? Ja, ich habe da was falsch verstanden. Wir wollten auch noch fertig werden mit dem Teil. Ja, ist okay. Das ist halt so, weißt du, wenn ich das erste Mal bauen muss, so richtig... Warum komme ich gar nicht rein? Lalala. Es wird toll werden, ich sag's dir. Wenn wir irgendwann fertig werden in diesem Leben. Wir werden hier total fertig. Ja, das Problem ist, ich glaube, es scheitert gerade am Lumber. Wir haben nicht genug Lumber. Ach Mann. Ich habe schon noch einiges in Auftrag gegeben, nochmal 200 Stück, aber ja. Es dauert natürlich eine Ecke, bis es fertig ist. So. Weg damit. Und dann kommt das dahin und dahin und dahin und jetzt ist es schön. Hast du auch von unten geguckt, dass es gut aussieht? Ja, ich bin ja gerade unten. Achso. Deswegen habe ich ja gerade korrigiert. Ist okay. Alles gut. Boah. Leute. Das ist für mich wirklich nicht einfach. Muss ich sagen. Auf einmal verbaut man sich und dann weiß man wieder nicht, wo lang. Und überhaupt ist alles auf einmal ganz anders. Und naja. Irgendwas ist bekanntlich immer. Ausreden. Was? Ausreden über Ausreden. Man kennt es eigentlich nicht anders, ne? So. Der kommt da ja auch noch raus, oder? Achso, den kann ich jetzt ja nicht raushauen, den Ziegel. So. Da kommt der nicht raus. Da taut hin, der hier kommt weg, der hier. Ja, genau, aber ich kann gerade nichts wegschlagen, weil ich habe Steine in der Hand. Deswegen geht das nicht. Ach, dann kommt da doch noch einer rein. Okay, da war ich mir jetzt nicht sicher. Und hier kommt noch Lumber. Boah, da muss ich ja hier auch alles rausprügeln. Plop. Plop. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch ziemlich viel Lumber hier reinhauen. Ganz so viel. Ja, naja, ich gehe bald mal Holz schlagen. Ja, aber ihr könnt ja mal schreiben, wie euch denn mein Häuschen so gefällt. Das würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mal einen Kommentar dazu da lasst. Ich habe mir da extra überlegt, wie das aussehen kann, damit es nicht aussieht wie so ein Standard-Langweilhaus.
Das kann ja jeder. Wir bauen nie standardlangweilig. Nee, ist richtig, aber ne? Ist doch eigentlich schon ein hübsches Häuschen. So, weg damit. Brauchen wir jetzt wieder Ziegel. Ja, ich weiß halt nur noch nicht hier, dort wo die Tür ist, wie wir das dann schön machen. Also ob jetzt wirklich die Wände hier gehen oder nicht. Weil die Wände müsste ich ja dann auch für außen bauen. Aber eigentlich haben wir ja gesagt, nee, eigentlich wüsste ich das nicht. Ja, es wird auf jeden Fall nicht einfach. Das Problem hatte ich nämlich bei meinem Haus auch. Ich musste da echt noch ein bisschen was anders bauen. Ja, als ursprünglich geplant. Was korrigieren dann. Jetzt kommt erstmal der Kram hier noch hin. Wunderschön. Das gefällt. Ist denn hier schon eigentlich ein Überhang? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, hier hinten nicht. Ist auch noch keiner. Wo bist denn du gerade? Ich bin gerade runtergesprungen. Immer der kurze Weg. Immer einfach mit dem Kopf voraus. Nehmen wir noch ein paar Steinchen mit. Dann baue ich den von unten. Ja, wir müssen ja auch noch hier irgendwie alles Mögliche abstützen. Ist aktuell noch ein freischwebendes Haus. So, Mensch. Es nimmt langsam Gestalt an. Wir brauchen aber auf jeden Fall noch Mortar Stone, glaube ich. Jupp. Bisschen brauchen wir auf jeden Fall. Müssen wir ein bisschen Steinkloppen geben. Und alles mischt. Ansonsten, wie gesagt, kommt da gleich noch ein Dach drauf. Oh. Also beim Dach, da weiß ich gar nicht, ob ich das gut hinkriege. Da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Das weil sich das automatisch... Ist total einfach. Ne? Das snappt automatisch? Ja. Okay. Ey, Mann. Sehr schön. Überhang ist dran. Auf der anderen Seite auch schon. Perfekt. Ich weiß gar nicht, wie wir das unten gemacht haben mit dieser Ecke. Ach so, da haben wir Dings genommen. Ziegel. Ziegels. Ziegel? Erstmal gegen die Tür gelaufen. Oh, Sekunde, dann ist das... Das muss so... Okay, dann ist es jetzt hier korrekt. Dann hier einmal den Balken rüberziehen. Oh, das ist wieder ein Vögelchen. Oh, wie süß. Ja, noch fliegen die hier rum, nachdem wir jetzt hier aber schon voll dabei sind, die ganze Umwelt zu verschmutzen. Weiß nicht, ob das so bleibt. Wer weiß, wer weiß. Kurze Frage, ist richtig, dass ich jetzt hier auch schon Balken baue, ne? Ja. Okay. Man muss ja hier mal alles verbinden. So. Hier muss natürlich noch erstmal eine Lücke rein, weil sonst kommen wir nicht runter, die kurzen Weg sozusagen. Ja, oh, Banzai. Oh, da ist nicht mehr drin. Mal oben noch ein paar Ziegel reinziehen. Du kannst ja auch schon... Die Wände, wir haben ja auf jeden Fall... warte mal kurz. Also hier könntest du theoretisch schon mit ein kleines Dach draufbauen auf diesen Raum. Hier in der Mitte? Ja. Oha. Da haben wir zumindest schon mal den ersten Raum fertig hier oben. Warte. Einmal hier vorsichtig hochspringen. Okay, also ich probiere es aus. Aber warte mal, hier fehlt ja noch so ein bisschen Stein. Ja, das ist ja egal. Das geht trotzdem schon, sagst du? Ja, ja. Okay, also ich habe jetzt ein Dach und wenn ich das einfach ransetze... Na, du fängst hier auf den Steindingern an, also am Rand ja, quasi. Ja, ganz normal. Ja, ja, und wenn du es daneben setzt, hier direkt in die, da wo ich gerade stehe, hier eine freischwebende Luft direkt unten drunter, dann snappt das automatisch ran. Oh, ups. Oh, okay. Und du baust jetzt den Raum zu. Cool. Und später dann halt, wenn die anderen Räume fertig sind, bauen wir das einfach mit drauf. Na, einfach dann weiter ransnappen. Ja, ja. Kein Problem. Cool. Ja, das ist wirklich eine schöne Sache, muss ich sagen. Das erleichtert schon so ein bisschen was, ne? Oh ja. Gab ja schon diverse Spiele, wo das Bauen von Dächern, naja, so ein bisschen komplizierter war. Ja, aber das ist ja für den einen oder anderen gar nicht so schlimm, ne? Ja eben, deswegen sag ich ja. Ist halt einfach, es ist wirklich recht einfach. Du brauchst im Prinzip nichts machen und snappst einfach drauf und fertig. Coole Sache. Oh Mann. Ich freue mich, wenn es fertig ist. Hier ist ja noch gar nicht. Das ist ja noch gar nicht richtig hier. Was? Das ist ja noch gar nicht richtig hier. Wer denn? Wo bist du denn? Da hier hinten. Da war noch falsch. Da war falsch. So. Ey. Oh, nicht so. Ach so. Oh.
Nein, daneben. Ist doch ein bisschen verrückt. Ach, ist ja lustig. Habe ich gar nicht gesehen, dass ich die Ziegel hier wirklich wie richtige Ziegelsteine ja, Mensch. Bauen kann. Ist ja lustig. So, hat Anni wieder was gelernt. Ja, also, naja, wenn ich das dann immer hier irgendwie selbst mal probiere, ist halt was anderes, als wenn man das immer nur gesagt kriegt. Man muss ja hier seine eigenen Erfahrungen machen. Ich bin da gerade verwirrt, hier hinten ist irgendwas komisch. Hm. Wer weiß. 1, 2, 3, 4, 5. Sieht auch voll lustig aus hier. Huch, ach man, immer falle ich runter. Naja, dann baue ich das von unten weiter. Das geht, glaube ich, schneller. La, 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 la. Oh, daneben. Irgendwas stimmt hier nicht. Wo denn? Da? Na, das soll ja, wie gesagt, hier dieser Mini-Flur werden. Och, nö. Ja, das ist mir schon klar. Das Problem ist nur, irgendwas ist hier überhaupt gar nicht symmetrisch. Ja, die Treppe ist nicht symmetrisch. Ja, aber generell ist hier irgendwas nicht in Ordnung. Wir haben hier 1, 2, 3. Sekunde, dann ist das hier, glaube ich, falsch noch mit dem Ziegel. Kann das sein? Möglich? Kannst du mal die Ziegel hier wegmachen, bitte? Alle? Warte mal kurz. 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 von da hinten aus. Habe ich noch 5? Habe ich noch. Okay, alles klar. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Oh, und da muss ja hier der Balken hin jetzt. Beziehungsweise hier muss der Balken hin. Und jetzt passt das? Na, ich hoff's. Wir werden sehen, oh Gott. Ja, doch, jetzt müsste das passen. Problem ist halt, hier hinten ist natürlich noch gar kein Übergang gebaut, logischerweise, deswegen müssen wir das noch einmal austauschen. Aber das macht nichts, das sollte nicht das Problem sein. So, zack und zack. Boah, ich brauche überhaupt nicht lange, um ihn... Oh. Meine Güte. Ich brauche hier echt eine Versicherung, eine Lebensversicherung. Ich stürze oft hier runter. Ja. Einfach mal hier wirklich die Treppe runtergepurzelt. Das ist hier trotzdem nicht in Ordnung. Warte mal. Hier stimmt immer noch was nicht. Ja, das ist immer das Schönste, wenn man hier eigentlich schon das Haus gefühlt fertig hat, ja, und dann auf einmal, boah, da ist was nicht symmetrisch. Weißt du, zur Not sage ich, das ist modern. So, warte mal, jetzt müsste es aber hinhauen. So, das noch weg. Hau das jetzt hin. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ist okay. Ach Gott, Stunden später hier. Also dann muss ich mir überlegen, ob ich die Treppe mittig mache, aber lieber nicht, weil eigentlich finde ich das schön, wenn nicht alles super symmetrisch ist. Ja, dass das hier nee, die Treppe ist schon in Ordnung. Das Problem ist halt einfach nur gewesen jetzt, dass hinten der Überhang noch irgendwie nicht in Ordnung war. Mir gefällt gerade aber nicht, dass die Tür nach innen aufgeht. Dann musst du von der anderen Seite setzen. Der Überhang ist jetzt aber einmal komplett ringsrum richtig, ja? Der gecheckt? Ist jetzt korrekt. Jetzt schön. Check das auch nochmal also hier. Ja, ich Lage. Spring nochmal kurz hier runter. Ja, ja. Wunderschön. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Perfekt. Was für eine Hütte, ey. Geil. Und da wohne ich alleine drin, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Mhm. Aber ich würde sagen, das war erstmal genug Wohnungs- oder Haus-Sightseeing hier. Wie gesagt, ihr könnt ja mal schreiben, wie es euch gefällt. Bitte lasst wenigstens irgendwas Positives an der Hütte. Ja? Nicht gleich alles in der Luft zerreißen. Das macht Hallo, mich traurig. Das sieht gut aus. Ja, ich finde ja auch, dass sie gut aussieht. Aber ne, Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Und ja, dann sehen wir uns auch schon bei der nächsten Episode wieder. Und nicht vergessen, wer sich den Stream noch nachträglich anschauen möchte, der findet den aktuell auf Twitch. Ich kann ja auch nochmal einen Link in die Videobeschreibung posten oder als ersten Kommentar unter das Video, muss ich mal schauen. Aber nicht vergessen, das Video wird nicht ewig gespeichert, also sollte sich irgendjemand dieses Video im Jahr 2019 anschauen oder im Jahr 2020, dann wird wohl dieser Link nicht mehr verfügbar sein. Aber das wird ja nicht der letzte Ecostream gewesen sein. Aber natürlich nicht, das wird noch den ein oder anderen geben.
Aber jetzt wirklich genug mit Hut, würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Genug mit Hut. Genug, Gott. Ist doch egal. Oh Gott. Was denn? Oh Gott. Alter 4. Anni vor Bagger fahren. Naja. So, also wir sehen uns demnächst wieder und macht euch bis dahin eine schöne Zeit. Jo, tschüss.